Hier wollen wir nun das kleinste gemeinsame Vielfache von 30 und 25 ermitteln. Du magst dich erinnern, wir machen das mit der Primfaktorzerlegung und dann kombinieren wir die Primfaktoren so, dass wir das kleinste gemeinsame Vielfache ausrechnen können. Beginnen wir mit der 30. 30 ist eine gerade Zahl. 2 mal 15 gibt 30. 15 ist in der Dreierreihe, das heißt, 15 ist 3 mal 5. 5 ist eine Primzahl, somit haben wir die 30 in ihre Primfaktoren zerlegt. 30 ist 2 mal 3 mal 5. Gut, fahren wir weiter mit der 25. 25 ist keine gerade Zahl, damit nicht durch 2 teilbar. Auch nicht durch 3, 2 plus 5 gibt nämlich 7. Aber 25 ist eine Fünferreihe. Die eine Stelle hat eine 5. Das heißt, 25 ist 5 mal wie viel? 5 mal 5. Damit ist 25 schon in seine Primfaktoren zerlegt. Wir schreiben es hier unten hin. 25 ist 5 mal die 5. Gut, wie können wir das nun kombinieren? Wie kombinieren wir diese Primfaktoren? Du magst dich erinnern, wir brauchen das Minimum der Anzahl Primfaktoren. Wir schreiben zuerst die Primfaktoren der 30 hin. Das war 2 mal 3 mal 5. Das heißt, diese Primfaktoren hier geben die 30. Und nun schreiben wir noch die Primfaktoren hin, die wir von der 25 brauchen. Die 25, die besteht aus 5 mal 5. Nun, eine 5 haben wir schon hier. Das heißt, wir schreiben einfach noch eine zweite 5 hin. Und nun haben wir hier 5 mal 5, ist Teil der Primfaktoren. Das ergibt 25. Damit ist die Zahl 2 mal 3 mal 5 mal 5 sowohl durch 30 als auch durch 25 teilbar. Welche Zahl ist denn das nun? Überlegen wir mal kurz. 2 mal 3 mal 5 gibt ja 30, das wissen wir. Jetzt müssen wir noch mal 5 rechnen. 30 mal 5 gibt, genau, 150 gibt es. Damit ist 150 das kleinste gemeinsame Vielfache von 30 und 25. Und das war ja nun nicht so schwierig auszurechnen.